Eine angemessene Gabe für den schwarzen Manticore kannst du bei einem Händler nicht erwerben. Entweder hast du sie dir im Angesicht zahlreicher Feinde erstritten, oder du opferst dem geifernden Schnitter die Essenz deines Lebens. Dein Blut kannst du nichts vorweisen, oder verweigerst du ihm aus Sorge oder falschem Stolz deinen Lebenssaft. So sei dir der Zugang zu den heiligen Hallen so lange verwehrt, bis du dich als würdig oder mutig genug erweist. Barsche Antwort: Arabul Neunhiebs, Bruder des Blutes zu Werheim. Auf die Frage durchreisender Abenteurer, welche Gabe dem Herrn der Schlachten genehm sei. Wo das Blut der Gefallenen den Boden getränkt und das Schlachtfeld vom Schweiß der Eroberer durchdrungen ist, erkenne die Bedeutung eines Sieges. Mag sich auch niemand mehr an die Namen der Kämpfer erinnern, wird doch ihr Tribut an den Herrn der Schlachten die Zeit überdauern. Die Schlachtfelder aber werden gewandelt in bedeutende Orte auf Dere, an welchen du die Richtigkeit seiner Prinzipien erfahren magst. Umfasse deine Waffe, schließe die Augen und vergiss dein Zweifeln. Hörst du das Klingen der Waffen, nimmst du den metallischen Geruch von Blut wahr. Labe dich an den ängstlichen Schreien der Verlierer und versinke im Triumphgeheul der Sieger. Spürst du, wie die Gier nach einem guten Kampf in dir wächst? Heiße sie willkommen, lass dich von seinem Feuer erfüllen und folge seinem Willen, der dich zu deiner nächsten Herausforderung führen wird. Integritas, Artis, Feminin. Vollkommenheit, Unversehrtheit, Makellosigkeit. Theologisch Praios auch der Zustand, in dem sich die Schöpfung vor Marders Frevel befand, die sogenannte vierte Säule des Glaubens. Handwörterbuch Bosparanu Gareti, Ausgabe des Pentagon-Tempels der Hesinde zu Gareth. Neuzeitlich. So, könnt ihr sehen, wie der Armbrustbolzen in Zeitlupe heranrast und eine der Schilde der Sonnenlegion trifft. Es blockt einmal. Und dann wird es noch langsamer. Ihr versucht noch einmal nach hinten zu schauen, welchen Effekt es dies einmal gibt. Ein Artefakt. Eure Härchen richten sich auf. Eine Gänsehaut, die über euch läuft. Und dann wird alles noch langsamer. Und noch langsamer. Und die Zeit und der Raum stehen still. Alle Bewegung verharren. Ihr, eure Gruppe, die Sonnenlegion, die Kamut-Garde, die Rote Legion. Aber ihr könnt die Treuzacker dort noch hören, wie sie schlachten und streiten. Diamantis und Abemir, ihr blickt euch um. Abemir gerade im nassen, kalten, glitschigen Wasser gelandet. Du kannst unter dir noch das phosphoreszierende Rot deines Heptagramms, deines Pentagramms erkennen, was du zum B- oder N-Schwören benutzen möchtest. Die flackernden Runen von Belhalha, die unter dir immer noch glimmen und glosen. Was willst du tun? Ich hole aus meinem Zauberspiel, aus meinem Zauberstab, einen Sapifakta. Es dauert eine Aktion, diesen Zauber auszulösen, und ich müsste für eine Probe machen, eine +3-Probe auf den auf die Ritualkunde. Willst du da nicht erstmal rauskommen? Also ich dachte, ich bin schon oben, ich hab's gesagt, bin ja schon oben, oder? Zurzeit stehst du noch unten in dann dem. Würde ich erstmal die aus dem Wasser rausklären, weil sonst macht es keinen Sinn. Ja. Vielleicht reicht dir Diamantis sogar die Hand. Diamantis, reicht mir die Hand? Kommt hoch, Kapitän. Hier, nimm meinen Arm. Ah, danke. Ja, und dann würde ich erst den Zauberspeicher entleeren. Ah, vielen Dank. Nun, das war eine Sekunde. Ja. Ah, schüttel mich ein wenig. Kannst du sie noch hören? Blutrache! Und dann klirrt der Stahl und die Steinäxte. Wir sollten hier weg. Warum kann ich einmal etwas nach Plan laufen? Jalan und die anderen sind schon oben. Das wäre zu einfach. Nun, los geht's. Scheiße. Kapitän wartet, schaut nach oben. Niemand von denen scheint sich zu bewegen. Was ist das wieder für eine Niederhöllerei? Liegt es an uns?
Liegt es an denen? Die Trollzacker kämpfen da drüben noch. Es gibt einen Kantus, der dich bewirken kann. Voltax beherrscht ihn, glaube ich. Wir sollten aufpassen. Können wir denen irgendwie helfen? Nehmt kleine Steinchen und werft sie vor euch. Wenn wir diese Zone betreten, von der ich vermute, dass sie ist, da ist, dann merkt ihr, dass die Steine langsamer werden. Wird man ein paar Steinchen greifen? Oder Erde? Oder Dreck? Wie auch immer? Ich mache es auch so. Handkiesel und vor sich werfen. Und so geht ihr auf die Pyramide zu. Noch immer bewegt sich dort nichts. Immer noch das Glimmen und Glosen von oben auf dem Sockel der Pyramide. Dein Entschwörungskreis nimmst du dir mit, ja, ne? Der schwebt da sozusagen neben mir. Also ja, ich stehe hoffentlich nicht mittendrin, weil das wäre eine schlechte Idee. Ja, nee, ist ja wie gesagt für so nur eine Illusion. Kannst du dann beliebig mit dir mitführen. Ja, so könnte ich gehen. Gib mir mal bitte eine Sinneschärfeprobe. Plus 15. Sinneschärfe plus 15. Und dann ist das wohl der richtige Augenblick für Meisterhandwerk. Ich packe dort 6 ASP rein, um meinen Wert um 12 zu boosten. Und somit habe ich es gelungen, Abel mir jedoch nicht. Und sobald dann die kleinen Kieselchen in der Luft verharren, als ich sie vor mir werfe, halte ich die meine linke Hand ausgestreckt, sodass unser Kapitän nicht in die Zone hineinläuft. Pass auf, hier scheint es anzufangen. Ja, die Steine und Kiesel werden langsamer und dann verharren sie ganz, bevor sie auf den Boden fallen. Das hat auch Abel mir mitbekommen. Ist ja stehen geblieben, aber du kannst noch etwas anderes bemerken. Irgendetwas belauert euch auf der anderen Seite des Dschungels. Erst hast du es nur für eine Katze gehalten. Eine dieser merkwürdigen Katzen, die du auch aus den Arenen kennst, aber diese hier ist größer. Und die schwarzen Streifen auf ihrem Fell sind keine roten Flecktarnmuster. Es sind Runen und Glyphen, die leuchten in einem unheiligen Rot. Der Diamant ist... Schaut dort! Kapitän? Da... Im Dschungel. Da lauert etwas auf uns. Sieht aus wie eine Katze, aber nicht wie dieser Immon, der uns angehauen hat. Es scheint trotzdem eine Art Dämon zu sein. Ich kenne ihn nicht. Scheiße, und wir stehen hier unten ganz alleine. Wird uns dieses Pentagramm oder Heptagramm, was ihr... dieses Zeichen, was ihr gemacht habt, davor schützen? Sollen wir uns da reinstellen? Ich würde euch nicht raten, euch hineinzustellen, weil wenn ich diesen Dämon austreibe, wird er durch das Pentagramm in die Niederhöhlen gesogen, seine Domäne. Und ihr wollt sicherlich nicht dabei sein, vermute ich. Jemand das schluckt einmal, nickt dazu. Dann sollten wir so unsere Augen nicht von dieser Bestie nehmen. Doch scheint sie uns nicht angreifen zu wollen. Und wenn es wie seine, wenn die Form der Funktion folgt, dann scheint es sich wohl einen Dämon zu halten, der jagt und lauert wie eine Wildkatze. Wenn ich den Sprung über dieses Wasser geschafft hat, dann wird das Ungetüm es bestimmt mit Leichtigkeit schaffen. Jemand das nimmt seine Abalone vom Rücken in beide Hände und richtet den Schaft in die Richtung. Das Anstalt raschelt einmal und sie verschwindet in den Schatten. Und du kannst etwas weiteres vernehmen, ein Geräusch, leise, aber dort kommt etwas weiteres auf euch zu. Und dann kannst du erkennen, wie dort weitere Legionäre aus dem Dschungel auf euch zugehen. Ihre Helme, ihre Schilde. Und sie tragen abgekauert im Gras Armbrüste. Mehr von der Roten Legion.
Kapitän, wir sind umzingelt. Fernkämpfer zu unserer Linken. Verdammt. Wir kommen nicht vorwärts und nicht zurück. Diamantis tritt 2-3 Schritte zurück, bis er an der Kante steht und lässt sich dann ins Wasser hinunter ab, sodass er mit das Dreibein der Abalone mit dem Bein im sumpfigen Morast steht und das Dreibein der Abalone auch auf dem Steg ablegen kann. Sollte da oben vielleicht nicht stehen bleiben? Dreht schon wieder ins Wasser. Verdammt. Würfel mal eine Klugheit. Nee, gar nicht, eine Magiekundeprobe. Plus 12. Ja, wir wissen nicht, ob in diesem Wasser noch irgendwas auf uns lauert, aber... Nun, lieber das Ungewisse als das Gewisse, was? Ich hoffe, die da oben kommen. Irgendwie aus dieser Starre heraus. Wir könnten hier unten wirklich Hilfe gebrauchen. Ich will kein Verlass zu sein. Ich will da nicht schon wieder rein in diese Brühe. Du kannst sehen, wie die Rote Legion abgekauert anlegt. Sie haben es wohl selber noch nicht verstanden und die ersten 5 Armbrustbolzen fliegen auf die ungeschützte Sonnenlegion. Allerdings auch ihre Bolzen verharren kurz bevor sie das Ziel treffen und bleiben in der Luft. Verdammt. Was ist das? Wahrscheinlich irgendwie so ein Zauber von Vorlaub. Oh Scheiße, was machen wir jetzt? Die beiden da drüben bewegen sich noch. 2 Armbruster, die in deine Richtung lupen. Dann würde ich mich doch notgedrungen in das Wasser zu Diamantis begeben. Mit einem ekelhaften Gesichtsausdruck auf dem Gesicht. Schon wieder. Ja, Diamantis hat anvisiert, sein linkes Auge gegen das Visier gedrückt, die Zigarre zwischen den Zähnen fester zugebissen. Rückt jetzt um auf einem der Legionäre, der mit den Armbrüsten auf uns zielt, und während die beiden Blickkontakt aufnehmen, drückt er ab. Dann würfel doch einfach mal. Entfernung, der nächste, 13. Ich würfel auch. Du hast sie entdeckt. Du bist allerdings hinter einer Bresche. Ich würde einfach dir eine plus 4 geben, weil du eben ähnlich wie, also dein ganzer Körper ist eben nicht zu sehen. Ja, und da ich ein meisterhafter Schütze bin, schieße ich nicht nur auf ihn, sondern ziele auf sein rechtes Auge. Ja, das ist kein Patzer, aber ich glaube, das will ich trotzdem chippen. Wäre gut. Weil sonst ist meine Abalone nicht mehr funktionsfähig für die nächsten 5 bis 15 Minuten. Ja, das ist mit der plus 26 auf jeden Fall gelungen. Da müssen wir nicht groß rumrechnen. Da kommen noch Erleichterungen von mir raus wegen Vorteile und dergleichen. Also auch die plus 10 Erschwernis fürs Auge ist getroffen. Vor allem, da die Entfernungsmodifikationen mir sogar noch eine Erleichterung geben würden. Alles klar. Dann kannst du mit deiner Initiative vor ihn vorziehen und abdrücken, bevor er abgedrückt hat. Und dann gib mir doch mal bitte den Schaden deiner Abalone und sage mir, was unsere Hausregeln zu dem gezielten Schuss aufs Auge sagen. So, das sind 21 Schaden, die er jetzt ins Auge bekommt und ein Bolzen, der ihn durch den Schädel dringt. Unsere Hausregeln sagen aus, dass ein Schuss aufs Auge wie ein gezielter Stich im Fernkampf funktioniert. Somit werden alle Rüstungen negiert und ignoriert. Zusätzlich wird die Wundschnellwelle wie beim gezielten Stich um 2 verringert. Außerdem fühlt es offensichtlich gleich zum Nachteil einäugig. Ja, mit 21 Schaden im Kopf werden das wahrscheinlich. Das sind 3 Wunden. Was für eine Konstitution hat er? Ja, beim gezielten Stich ist das 3 sowieso Wunden. Dann eine zusätzliche Wunde. Wenn du eine erste verursacht, also sind es 3 Wunden. Jetzt jeder Stich macht immer eine Wunde mehr. Genau. Und du hast. Achso, gut. Ah ja, richtig, richtig gut. Aber du hast auf alle Fälle 3 Wunden verursacht. Deine regeltechnische 4. existiert quasi nicht. Und er bekommt Zusatzschaden, ne?
Genau, 2 wie 6, das sind 12 Schaden, also insgesamt 33 Schaden in den Kopf. Und dritter Kampf, ja, er ist tot, dritte Wunde würde ihn jedoch sowieso kampfunfähig machen. Technisch gesehen dürfte er versuchen, die zu unterdrücken mit einer Plus. Er hat 28, Lebens- so. Er hat 28 Lebenspunkte und 21 plus 12 ist er raus. Ja, beschreib doch gerne die Szene. Ja, Diamantis bereitet sich auf den Schuss vor und vor dem Augenblick, wenn er merkt, seine Intuition ihm sagt, er will jetzt abschießen, der Armbrustschütze, dann schießt er schneller. Er drückt ab, ein lautes Peng, ein lautes Knallen, welches ja, vielleicht Abelmirs Ohren leicht betäubt. Diamantis ist mittlerweile dran gewöhnt und ein Bolzen schießt. Herausragende Geschwindigkeit durch die Luft, trifft durch das Visier der, des Spitzen der Roten Legion und trifft sein Auge perfekt mitten in der Iris und ragt hin der Bolzen die Spitze des Spitzens aus seinem Helm hinaus. Er fällt regungslos zu Boden. Okay, derweil oben. Ihr habt euch nicht mehr bewegt, aber ihr könnt Schritte hören. Vor euch hat sich ein kleiner Schildwall der Kamot gerade aufgebildet, der dann verhindert, dass Raphim Korsohn, eben Pharmalor und auch Yalan Eisenhand, auch Goldhand, hindurchdringen bis zu dem Heptagramm. Dann könnt ihr den einzig sich bewegenden Oberst Magus erkennen, ein Gewand, ein Stab, den er bei sich führt, mit einem merkwürdigen Kristall oben drauf, wie er sich durch die Kamot-Legion hindurchschiebt, die ebenso bewegungsunfähig ist, drückt er sich einfach an ihn vorbei und steht dann direkt vor euch. Nur wenige Zentimeter, die euch beide noch teilen, euch allesamt, Raphim und Yalan. Uns wurde bereits gesagt, dass ihr auf dem Weg hierhin seid. Wir hatten unsere Gefechte, unsere Scharmützel geführt. Und als wir erfuhren, dass ihr angekommen seid, habe ich die Angriffe abgebrochen. Manning würde das durchaus interessieren. Dann sagt mir, wo er ist, damit ich ihn umbringen kann. Diesmal für immer. Er redet jeden Tag von euch. Aber er ist nicht hier. Ich bin sein Arm. Sein verlängerter Arm. Sein Handschuh. Ah, ihr habt schon viel von euch gehört. Nicht nur, dass ihr Manning den Arm abgeschlagen habt, sondern auch, dass ihr Galotta und Xeran umgebracht habt. Und jetzt werde ich der neue Held sein. Heptarchenschlechter nennt man euch. Aber ich bin der, der die Heptarchenschlechter selbst umbrachte. Ha! Der Zauber, der mich halten kann, muss erst noch erfunden werden. Früher oder später komme ich hier raus und dann werfe ich euch von dieser Pyramide. Du merkst, wie er dich mit seinem Stab berührt. Und als der seltsame Kristall dich am Gesicht trifft, wird alles kalt. Auf ihm, du kannst erkennen, wie sich aus Yalans Gesicht etwas ausbreitet, wie ein Spiegel, wie silbernes Glas, wie Quecksilber fließt es an Yalan entlang und als es ihn komplett eingehüllt hat, zerbricht er. Er ist einfach weg. Uhrensohn. Das war der erste Streich. Ihr seid der Chorgeweihte, ja? Die Basaltfaust. Ja, das bin ich. Habt ihr noch schlaue Worte? Seid ihr besser im Sterben als er? Euer Ende wird kommen. Durch mich oder durch meine Brüder. Durch euch sicherlich nicht. Fickt euch. Und auch du wirst im Gesicht getroffen. Merkst, wie sich diese Kälte ausbreitet. Dass du zerbrichst, bekommst du gar nicht mehr mit. Aber Voltax und Sulamin können es ebenso erblicken. Letzte Worte von dir, Schönheit. Wir werden in die 12 göttlichen Paradiese Einzug halten. Könnt ihr das Gleiche von euch behaupten?
Höchstwahrscheinlich nicht, aber ich bekomme Zugang zur ewigen Bibliothek. Damit grinst er. Vielleicht sehen wir uns drüben einmal, wenn ihr den Irrgarten überlebt. Ratscha hält ihre Hand über mich. Macht schon! Er grinst wieder, blickt an der Sonnenlegion vorbei, auf die anderen beiden, die dort unten hocken, im ewigen Nass. Brauch noch etwas Zeit, meine Liebe. Noch etwas Zeit. Und Chaka, der siebte Jäger, taucht auf. Aber bis dahin bist du längst tot. Und auch du wirst getroffen. Und zerbrichst. Derweil unten, bei Abelmir und Diamantis. Der Schuss halt immer noch in den Ohren. Abelmir, du hörst dieses laute Fiepen. Diamantis sagt irgendwas, aber du verstehst ihn nicht. Dann schiebt er seine Zigarette von rechts nach links, seine große Zigarre. Und du steckst einmal kurz den Finger ins Ohr, dann hört das Piepen etwas auf und ist leise, aber kannst ihn wieder hören. Müsst ihr das unbedingt in der Nähe von meinem Ohr tun? Hätte ich doch einen Augenblick länger warten sollen und ihn schießen lassen? Gebt mir Deckung, ich muss nachladen, das dauert einen Augenblick. Wie stellt ihr euch das vor? Wir hocken hier im Graben. Ja, mir darf nur verdammt nochmal der Sack nicht ins Wasser fallen. Lade nach, verdammt. Schaut rüber. Kommt ihr rüber? Streckt man ganz vorsichtig meinen Kopf über diese Böschung? Die Rote Legion. Schauen wir mal nach. Der erste. Sind teilweise wieder verschwunden. Sie würfeln mal eine Mutprobe. 2. Kannst sehen, wie jetzt 1, 2, 3 von den roten Legionären Anlauf genommen haben. Die anderen haben ihre Armbrüste, sind da jetzt gerade wieder am Spannen und am Laden. Die anderen haben ihre Schnitter gezogen und springen jetzt ebenso über den Kanal. Sie kommen! Ja, ist er, dann ist es zu spät. Diamantis lässt das Puder, was er gerade in die aufpacken wurde, fallen und zieht seinen beiden Balestrinas. Ich hoffe, ihr seid bereit, Kapitän. Das könnte unser letztes Stündlein sein. Ach, so schnell stirbt man nicht. Lacht den Dämonen, packt Tieren ins Gesicht. Ich würde dann mal mich wieder hochziehen, weil hier im Wasser kann man schlicht kämpfen und mich vielleicht so positionieren, dass ich vielleicht vor den Paktierern, also vor diesen Paktierern, also links davon. Kann ich mich da auch ziehen? Ja, ist okay. Kein Problem. Dass ich sozusagen die als Schutz habe, als Schild sozusagen, als Mensch hier ist es. Ja, wieder einmal ziehst du dich nach oben. Du bist immer noch dreckig, du stinkst. Das ist ja nicht kein horasischer Ball, aber du weißt, dass du dich jederzeit wieder mit einem Sappefaktor reinlegen kannst. Deine Eitelkeit steht dir zumindest dieses Mal nicht im Weg. Noch nicht. Ich würde dann auch meinen Säbel ziehen, wenn ich die Zeit noch habe. Alles klar. Die Rote Legion kommt auf euch zu. Einer Diamantis für Diamantis, zwei für Abelmir.